Ja, hallo und herzlich willkommen bei Avanti und Tour. Ich bin der Dirk, heute mal mit einem kurzen Video zum Thema Qualität unserer Videos. Und da zunächst erstmal vielen, vielen lieben Dank für die ganzen tollen Kommentare, die wir jetzt zu der Sizilien-Reihe bekommen haben. Und da ist das Wort Qualität in jedem dritten Kommentar irgendwo benannt worden. Und da möchte ich in diesem Video ein bisschen was zu erzählen. Ja, die Qualität hat natürlich in erster Linie was mit der Bild- und auch Tonqualität zu tun. Ne? Über die inhaltliche Qualität der Videos, da kann man natürlich streiten. Aber was ich hier von Anfang an versucht habe, ist das Bild und auch den Ton immer besser hinzubekommen. Und ja, ich glaube, so langsam bin ich an dem Punkt, wo ich das Ganze qualitätstechnisch gerne hätte. Das geht natürlich nicht ohne entsprechendes Equipment. Und wir starten mal hier vorne im Cockpit. Ja, alleine hier vorne im Cockpit sind insgesamt 6 Kameras verbaut. Und jetzt kann man natürlich sagen, braucht es die? Nein, das braucht es natürlich nicht. Aber ihr werdet gleich sehen, das sorgt natürlich für ganz viele unterschiedliche Kamerablickwinkel. Und ich finde, das macht es in dem Video dann auch etwas unterhaltsamer, als wenn ihr permanent mein Gesicht sehen müsst. 2 Sätze vorab. Wir filmen auf nahezu allen Kameras in 4K. Und mittlerweile habe ich mich dann auch auf 25 Frames per Second mal festgelegt. Starten wir hier vorne mit den Kameras, die Sonja und ich jeweils zur linken und zur rechten haben. Das ist eine DJI Osmo Action 3. Ich halte sie mal in die Kamera. So sieht die aus. Die haben wir auf beiden Seiten. Ja, und das sind dann die Aufnahmen, die ihr kennt. Ne? Vorne links, vorne rechts. Und mittlerweile haben wir dann noch angeschlossen an jede Osmo Action 3 ein kleines Lavalier-Mikrofon. Und das sind diese kleinen Ansteckmikrofone. Damit hört man dann auch den Ton etwas besser. Ja, die gleiche Kamera hat Sonja auf ihrer Seite auch. Und Sonja hat dann noch eine von 3 DJI Action 2. Das sind die hier, um beispielsweise mal rechts aus dem Fenster heraus zu filmen. Ja, was bei der Kamera sehr schön ist, die habe ich für Sonja so eingestellt, dass sie, egal wie die Kamera gehalten wird, ja, ihr seht das hier in der Aufnahme, immer den Horizont beibehält. Ne? Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich irgendwo aus dem Fahrzeug rausfilme und der Horizont ist schief. Ja, die gleiche Kamera sitzt dann vorne quasi als Bennycam und die ist für die Fahraufnahmen nach vorne dann zuständig. Da gibt es allerdings jetzt, seit wir den Sprinter haben, ein kleines Problem. Wir haben eine heizbare Frontscheibe. Und je nachdem, wie die Sonne steht, bitte ich da um Entschuldigung. Da sieht man wirklich extrem die Drähte. Ich versuche dann immer mittlerweile mal vorne links aus dem Fenster raus ein paar Aufnahmen zu machen. Auch dafür habe ich eine Kamera, die habe ich vor Sizilien gekauft. Das ist die, auch nicht mehr ganz so neue, Insta360 X3. Die sieht so aus und die kann man halt in verschiedenen Varianten nutzen. Die kann ich entweder so nutzen, praktisch mit der vorderen Linse. Ich kann sie auch nutzen mit der mir zugewandten Linse. Natürlich eine 360-Grad-Kamera und deswegen kann sie natürlich auch 360 Grad. Und das macht es halt wirklich schön. Zum einen kann ich jetzt hier innerhalb des 360-Grad-Raums schwenken. Das geht natürlich auch, wenn ich die Kamera aus dem Fenster raushalte oder wenn ich eine Vorbeifahrt irgendwo filmen will. Also das ist ein schönes Tool, macht richtig Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Jo, wir haben noch eine Insta360 hier. Und da seht ihr direkt, die hat eine etwas andere Gehäusefarbe als die anderen beiden. Warum habe ich das gemacht? Die hier ist eingestellt auf 4K 100 Frames per Second. Das heißt, die nimmt mit 100 Bildern pro Sekunde auf. Und warum macht sie das? Die nutze ich, um Slow-Mo-Aufnahmen zu machen. Also wirkliche Verlangsamungen, entweder ums Zweifache oder ums Vierfache. Bei Vorbeifahrten irgendwo, ne, wo ich das Gefühl habe, Mensch, hier macht eine Slow-Mo irgendwo Sinn. Und um dann nicht während der Fahrt hier hinten im Display da rumzutackern, wir haben sie. Also haben wir gesagt, gut, okay, die tun wir in ein extra Gehäuse, dass jeder weiß, das ist die 100 FPS Kamera und die hängt hier oben griffbereit in der Mitte.
Ja, ihr seht, das sind jetzt sechs Kameras hier vorne. Die Qualität, das muss ich ganz ehrlich sagen, die kommt natürlich von anderen Kameras und die zeige ich euch jetzt. Ja, und die Qualität kommt natürlich von unseren drei Sony-Kameras. Jetzt seht ihr natürlich hier nur zwei, ist auch logisch, weil Sonjas Sony A7C, die nimmt das Ganze auf. Die hier kennen die meisten von euch, das ist die Sony A7S III, die habe ich mittlerweile auch wieder zurückgebaut für die Funktion, wo sie eigentlich gedacht ist, nämlich wirklich für Aufnahmen auf dem Stativ oder für Aufnahmen, wenn wir bei Roomtouren unterwegs sind, wo ich dann auch hier wirklich mit dem Kontrollmonitor arbeiten muss. Die A7S III ist eine super teure Kamera, aber überwiegend wirklich halt für den Profibereich. Und ich hatte sie jetzt eine ganze Zeit lang normal hier auf so einem Griff. Aber das wird der Kamera dem Grunde nach nicht gerecht, dass man die dann als Vlogging-Kamera irgendwo mit durch die Städte schleift. Ich glaube, hier fühlt sie sich jetzt wieder wohler. Der Mitarbeiter ist relativ neu bei Avanti on Tour. Das ist die Sony FX30. Die gibt es jetzt seit 4 oder 5 Monaten. Hier sitzt ein brandneuer APS-C-Sensor drin. Deswegen nennt sich das jetzt nicht mehr FX3, sondern FX30. Ist aber das Gehäuse der FX3. Und das ist eine super Kamera. Ja, auch nicht ganz preiswert, aber super leicht. Und das ist jetzt wirklich mal eine, die für die ganzen Aufnahmen Run and Gun, also wenn man irgendwo unterwegs läuft, zuständig ist. Und ich finde, von der Bildqualität her macht die fast keinen Unterschied zum Vollformatsensor. Die FX30, ohne jetzt zu sehr ins Technische reinzugehen, hat einen 6K-Sensor, der dann runtergerechnet wird auf 4K. Und die Aufnahmen sind knackescharf. Bin jetzt noch mit zwei Objektiven am Testen. Das ist jetzt ein 11 mm. Aber das Ding macht richtig Spaß. Ja, wo wir gerade dabei sind, das hier ist dann halt eben die angesprochene Sony A7C. Die nutzt Sonja in erster Linie für Fotoaufnahmen. Aber wie ihr seht, auch hier für Filmaufnahmen ist das Ding auf jeden Fall noch zu gebrauchen. Ja, und das macht halt einfach Spaß. Das ist ja der ganze Hintergrund, warum ich überhaupt YouTube mache, ne? Um rumzuspielen. Noch mehr Spielzeug haben wir, wenn es um die Luftraumüberwachung geht. Und die Drohnen zeige ich euch jetzt noch. Ja, wobei sich da eigentlich in den letzten, ja, im letzten Jahr eigentlich nicht viel verändert hat, ne? Also, was wir eigentlich schon längere Zeit haben, ist die, ja, jetzt auch schon alte, DJI Mini 2. Tut, was sie soll, deswegen sehe ich auch nicht ein, dass sie verkauft wird. Die R2S, das ist das gleiche, die war allerdings jetzt mal in Reparatur. Die hatte ein Problem mit dem Gimbal, der stand irgendwie immer schief in der Luft. Gerade über dem Ätna hatten wir da massive Probleme. Und wie immer bei DJI, da wird nichts repariert, ne? Das habe ich dann eingeschickt und dann kam eine neue zurück. Einzige Problem war, ich musste eine neue Plakette kaufen, weil die hatte ich natürlich vorher nicht abgemacht. Die DJI FPV, die haben wir jetzt auch schon länger. Ja, sie ist schön, aber ich setze sie halt viel zu selten ein, weil es eben immer ein Problem ist. Man braucht natürlich einen zweiten, der dann spottet, ne, weil man natürlich die Brille anhat. Das gleiche auch mit der neuen DJI Avata. Das ist auch eine FPV. Die hier, das ist auch meine zweite mittlerweile schon. Die erste habe ich hier unweit vom Wohnmobilstellplatz auf dem Feld schon mal versenkt. Muss ich dann einschicken, weil es komplett kaputt war. Wie gesagt, alles wahrscheinlich des Guten, viel zu viel, ne? Aber ich habe Spaß dran und das ist ja das Wichtigste bei der ganzen YouTube-Sache. Ja, dazu kommt noch ein kleines Stativ. Ah, da hinten ist dann noch ein großes Stativ. Wir haben noch einen Lichtballon von Aperture. Und hier oben in der Kiste haben wir noch für den Lichtballon noch einen entsprechenden Scheinwerfer. Ja, da brauchen wir sich natürlich nicht wundern, dass wir mit der Hinterachslastig hinkommen. Ne? Ja, und dazu kommt dann natürlich noch ein ganzer Haufen an Kleinkram. Ne? Wir haben eine ganze Menge an Objektiven. Ne? Wir haben da hinten an der A7S III jetzt im Moment ein 1635 Zeiss drauf. Ja, auch Sony. Ja, wir haben dann hier das 200 bis 600 mm Sony.
Hier haben wir dann 16-35 Power Zoom. Das ist auch F4.0, genau wie das andere 16-35. Ja, und dann hier noch so ein paar Spielereien, aber die kommen viel zu selten zum Einsatz. Hier haben wir noch ein Schmuckstück. Das ist ein 20mm F1.8G von Sony. Wir haben hier noch eins, das nutze ich auch überhaupt gar nicht mehr. Das ist ein Samyang 14mm 2.8, auch für Sony. Das hier kommt auch ganz selten noch zum Einsatz. 24-240. Und hier haben wir noch ein kleines 50mm, auch F1.8. Also, wie gesagt, jede Menge Zeug. Hier haben wir noch ein Mikro aus den allerersten Tagen. Aber da sage ich gleich noch was zu zum Thema Sound. Das ist jetzt wirklich für extreme Windverhältnisse. Haben wir das noch? Aber in der Regel ist halt YouTube dieses klassische Run and Gun, also Laufen und Aufnehmen, Geschäft. Und ganz selten hat man dann mal Zeit, noch ein Objektiv zu wechseln. Na, gerade jetzt hier mit dem 200 bis 600, da habe ich auf Sizilien, ich glaube, ein oder zweimal gefilmt. Wenn wir mal irgendwann mehr Zeit haben und mal ausschließlich YouTube machen, dann kommt das Zeug auch ein bisschen mehr zum Einsatz. So, jetzt noch ein paar Takte zum Thema Sound. Ja, und das ist ein Thema, das hat mir eigentlich in den letzten Jahren noch mehr Kopfzerbrechen bereitet, als eine vernünftige Bildqualität hinzubekommen. Wo wirklich der Sound nicht gut ist und das ist einfach so, ist bei dem Einsatz von Actioncams. Vielleicht höre ich das auch nur als ehemaliger Musiker. Mal von der Bildqualität jetzt ganz abgesehen, hier im fast Dunklen. Ne? Aber der Sound, das ist jetzt die Action 2. Das ist jetzt der Sound bei der Insta360 X3, ne, auch ohne irgendwelche Nachbearbeitung, einfach direkt aus der Kamera raus. Und das ist jetzt der Sound aus der DJI Osmo Action 3. Das ist jetzt eigentlich die neueste neben der Insta360 X3. Aber ihr merkt, der Sound ist deutlich anders als der Sound, den man jetzt über ein Sony-Mikrofon wie das jetzt hier, ne, das jetzt auch oben auf der FX30 drauf sitzt, rausbekommt. Ja, klar, aber hier liegt auch ein Mikrofon bei 400 €. Ne? Also der Klang muss dann schon ein anderer sein. Und das ist jetzt dann zum Schluss der Klang über das DJI-System, ne, was ich jetzt hier habe, was man dann auch draußen nutzen kann mit einem entsprechenden Windaufsatz. Was immer wieder angemerkt wird, ist, dass die Musik bei uns lauter ist als der Rest. Und da halte ich es mit Herbert Grönemeyer, der gesagt hat, ich mag Musik nur, wenn sie laut ist. Ich bin halt nun mal Musiker gewesen über 20 Jahre und ich habe es ganz gerne, wenn die Musik nachher etwas härter rauskommt als die Sprache. Deswegen, das mache ich so, weil es mir gut gefällt. Dann nimmt halt gerade die Fernbedienung und regelt es ein bisschen runter. Aber ich habe die Musik ganz gerne laut. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein mit einem kleinen Einblick in das 2023er Setup, was wir jetzt haben bei Avanti on Tour. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund und wenn ihr irgendwie Fragen zu dem einen oder anderen Thema habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich antworte ja relativ schnell. Bis dahin, tschüss!